So, liebe Schüler der 9. Klasse, willkommen auf meinem YouTube-Kanal. Ich möchte nochmal mit euch heute hier das Hebelgesetz zusammenfassen. Wir hatten ja schon einige Übungen gemacht dazu, wir haben das auch schon kennengelernt. Hier nochmal das Video, damit ihr auch die wichtigen Punkte euch nochmal einprägen könnt und nichts vergesst. Was ist ein Hebel? Ein Hebel, hier eingezeichnet, ein blauer Balken, der liegt auf einem Drehpunkt auf. Links und rechts von diesem Drehpunkt eine Masse oder jeweils eine Masse, M1 und M2. Und im Schwerefeld der Erde wirkt eine Gewichtskraft, F Index G1, also die erste Gewichtskraft, F Index G2, die zweite Gewichtskraft. Und wenn die beiden Massen gleich groß sind, dann sind die beiden Kräfte auch gleich. Das heißt aber noch lange nicht, dass der Hebel auch im Gleichgewicht ist, weil nämlich hier noch die Abstände R1 und R2 zum Drehpunkt entscheidend sind. Sind die beiden Abstände auch noch gleich und sind die beiden Kräfte gleich, dann ist der Hebel im Gleichgewicht. Das werden wir uns aber nochmal genauer anschauen. So, erstmal nochmal hier zur die Begriffe nochmal aufgeschrieben. Also FG ist die Gravitationskraft. Man schreibt das hier. F Index G. Die Einheit kennt ihr auch mittlerweile schon. Die Einheit ist Newton dieser Kraft. Generell von Kräften haben wir die Einheit Newton. Dann die speziell die Gravitationskraft. Die ist proportional zur Masse und die hängt natürlich ab von der Gravitationskonstanten G. So, die Masse hat die Einheit Kilogramm und die Gravitationskonstante hat die Einheit Meter pro Sekunde Quadrat. Also jede Größe in der Physik hat auch eine Einheit, damit man auch vernünftig rechnen kann damit. Dann haben wir hier den Hebelarm R, also hier in dem Fall findet ihr das hier, R1, R2 und der Hebelarm natürlich ist eine Länge, hat die Einheit Meter. So, das sind die Begriffe. Jetzt wollen wir uns nochmal anschauen, wann ist der Hebel im Gleichgewicht? Ich hatte es ja schon gesagt. Der Hebel ist dann im Gleichgewicht, wenn das Produkt aus Gravitationskraft auf der einen Seite mal Hebelarm auf der einen Seite, also FG1 mal R1, gleich ist dem Produkt aus der Gravitationskraft auf der anderen Seite multipliziert mit dem Hebelarm auf der anderen Seite. Also das Produkt aus Kraft und Hebelarm, R muss auf beiden Seiten gleich sein. Dieses Produkt, das ist eine neue physikalische Größe und das nennt der Physiker Drehmoment und das Formelzeichen dafür ist ein M. Also wir haben eine neue physikalische Größe kennengelernt, das Drehmoment und die Einheit von dem Drehmoment ist Newtonmeter. Anders ausgedrückt, der Hebel ist dann im Gleichgewicht, wenn links und rechts die beiden Drehmomente gleich sind. So. Jetzt haben wir uns hier ja den zweiseitigen Hebel angeguckt. Wir hatten auch schon Aufgaben gerechnet. Da ging es um den einseitigen Hebel. Wie sieht der aus? Das wollen wir uns hier nochmal kurz anschauen. Das kann man sich vorstellen wie zum Beispiel einen Nussknacker. Und mit einem Nussknacker, also der Witz ist ja, dass man hier, wenn man die Nuss dazwischen klemmt, dass man hier eine relativ hohe Kraft auf die Nuss ausüben kann und sich hier nicht die Finger brechen muss, und um die Nuss aufzubekommen. Das heißt, man muss hier weniger Kraft ausüben. Und das Ganze funktioniert nach den gleichen Gesetzen. Die Bezeichnungen sind hier anders. Ich habe hier zwar auch Hebelarm, ich habe Kräfte, hier auch Hebelarm, Kraft. Aber hier, da, wo die Last, wo die Kraft auf die Last wirkt, das nenne ich die F Last, also die Kraft auf die Last. Dann habe ich hier den Hebelarm R Last und wo ich die Kraft ausübe, hier mit meinen Händen, der Abstand zum Drehpunkt bis zu dem Punkt, wo die Kraft angreift, das ist R Kraft und die Kraft, die ich ausübe, ist dann einfach F Kraft oder Kraftarm. So, auch hier gilt wieder, wann ist der Hebel im Gleichgewicht? Dann, wenn das Produkt oder die Produkte auf den beiden Angriffspunkten, wenn die gleich sind, F-Last mal R-Last gleich F-Kraft mal R-Kraft.
Also wieder gilt hier das Produkt aus Kraft F und Hebelarm R muss auf beiden Seiten gleich sein. Das steht hier nochmal. Und nur zur Wiederholung, auch hier habe ich wieder diese Größe Drehmoment mit der Einheit Newtonmeter und Drehmoment ist Kraft mal R. So, das war jetzt nochmal kompakt zusammengefasst die physikalischen Inhalte, die wir in den letzten Stunden uns schon genauer angeguckt haben. Wir werden dazu nochmal ein paar Übungen machen. Die werde ich als Arbeitsblätter einstellen und ich hoffe, ihr habt es verstanden, ihr hattet Spaß damit und ihr könnt euch das jetzt gut merken. Okay, tschüss!